mir ist schon bewusst, dass das Thema ein sensibles Thema ist. Gerade heutzutage wird darüber auch kaum mehr gesprochen. Und dann habe ich so gedacht, wenn das Bhagavatam nicht darüber spricht, dann spricht bald keiner mehr darüber. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Und sie wurden alle übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile im 12. Kapitel des ersten Kantos und haben heute eine sehr interessante Episode, denn der Blick wird vom Vorgängerkaiser, nämlich Maharaja Yudhishthir, jetzt wieder auf den eigentlichen Akteur dieses Kapitels und auch der nächsten Kapitel gerichtet, nämlich auf Maharaja Parikshit. Parikshit ist der große Kaiser, dem das Srimad Bhagavatam von Shukadeva Goswami, hier haben wir ein schönes Bild, in 7 Tagen durchgehend verkündet wurde, erzählt wurde. Hier sehen wir Shukadeva Goswami, ein junger, also er hatte noch einen sehr jungen Körper, man sagt 16 Jahre alt war er nur. Er war ein völliger Avaduta, also jemand, der sich nicht um gesellschaftliche Konventionen oder Sitten gekümmert hat. Also nicht einfach nur so aus Protest, wie es manche jungen Leute tun. Mich kümmert es nicht und die lassen sich dann einen Irokesenschnitt wachsen oder so. Nein, zu solchen jungen Leuten gehörte er nicht. Er hat es schlichtweg einfach gar nicht wahrgenommen. Er ist zum Beispiel nackt durch die Gegend gelaufen und hat gar nicht richtig gemerkt, dass er keine Kleider anhatte. So vertieft war er nämlich im Krishna-Bewusstsein. Und dann, das werden wir alles noch im Detail erfahren, wurde ja der große Weltenkaiser Parikshit, er wurde durch einen unglücklichen Zwischenfall verflucht, in nur 7 Tagen zu sterben und suchte dann einen spirituellen Meister am Ufer des Ganges und traf dort dann unter vielen Weisen auf Shukadeva Goswami und alle waren sich auch einig, er soll derjenige sein, der das Srimad Bhagavatam, der diese Herrlichkeiten der höchsten Persönlichkeit Gottes und seiner Geweihten ihm erzählt. So, und wie das alles passiert ist im Detail, das werden wir jetzt in den zukünftigen Kapiteln erfahren. Und die anderen großen Weisen, es gab noch eine weitere Gruppe von Weisen, die sich später traf, einige Wochen später, nämlich im Wald von Naimisha. Die wollten es so genau wissen, die wollten nicht einfach nur wissen, erzähl doch mal, wie der Kaiser verflucht wurde. Nein, sie wollten alles wissen. Und zwar, sie wollten sogar wissen, nicht nur wie Kaiser
Parikshit geboren wurde. Sie gehen noch einen Schritt zurück. Sie wollen wissen, was er im Mutterleib erlebt hat. Und darüber werden wir heute hören. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Es gibt manchmal Leute, die wollen wissen, wie ist denn deine Geburt gelaufen? Ja, besonders die Mütter unter uns wissen, haben so eine Frage vielleicht schon gehört. Und dann erzählen sie, die Geburt ist so und so gelaufen. Aber hier die Weisen von Naimisha, sie wollen sogar wissen, was ist alles im Mutterleib, also noch davor passiert. Und das, finde ich, ist schon wieder ein Kennzeichen dafür, mit was für einer revolutionären Schrift wir es hier zu tun haben. Und ja, so würde ich mal sagen, lass uns da gleich mal zum Text überschreiten. Und bevor wir das machen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras, die ich euch mal einblende. Hier sind sie. Und ja, bitteschön. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Divim Sarasvatim Vasam Tatu Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser seiner achtungsvollen Ehrerbietungen, darbringen. Nashta Prayeshvavadrishyu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz voll leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebvoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Und alle zusammen, schaltet gerne alle mal eure Mikrofone ein. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir gehen direkt zu unserem heutigen Textabschnitt. Wir sind im 12. Kapitel des ersten Kantos auf Seite 544 und haben heute Vers 7. Ich chante mal das Sanskrit. Okay, das erste Wort ist die Mutter. Maturga Bhagato Vira Satada Brigunandana Tadarsha Purushankanchit Dayamano Stratejasa. Die Wort-für-Wort-Übersetzung. Matuhu. Mutter. Garbha. Leib. Gataha. Sich vor dort befindend. Viraha. Der große Krieger. Saha. Das Kind Parikshit. Tada. Da. Brigunandana. O Sohn Brigus. Tadasha. Konnte sehen. Purusham. Den höchsten Herrn. Kanchit. Als jemand anders. Dayamanaha. Unter der Verbrennung leidend. Astra. Des Brahmastra. Tejasa. Hitze. Übersetzung. O Sohn Brigus, Shaunaka, als das Kind Parikshit, der große
Krieger im Leib seiner Mutter Uttara lag und unter der sengenden Hitze des von Ashwatthama geschleuderten Brahmastra litt, konnte es den höchsten Herrn auf sich zukommen sehen. Erläuterung. Der Tod zieht im Allgemeinen einen siebenmonatigen Trancezustand nach sich. Je nach seinen Taten darf ein Lebewesen durch den Samen eines Vaters in den Schoß einer Mutter eingehen und dort einen gewünschten Körper entwickeln. So lautete das Gesetz der Geburt in einem bestimmten Körper, den man je nach seinen Taten der Vergangenheit bekommt. Wenn das Lebewesen aus der Trance erwacht, spürt es, wie unbequem es ist, im Mutterleib eingezwängt zu sein und möchte daher aus ihm befreit werden. Glücklicherweise betet es manchmal zum Herrn um solche Befreiung. Maharaj Parikshit wurde während des Aufenthalts im Leib seiner Mutter von Ashwatthamas Brahmastra getroffen und er spürte schon die sengende Hitze. Aber weil er ein Geweihter des Herrn war, erschien der Herr durch seine allmächtige Energie sogleich persönlich in dem Mutterleib. Und das Kind konnte sehen, dass jemand zu seiner Rettung gekommen war. Selbst in dieser hilflosen Lage ertrug das Kind Parikshit die unerträgliche Hitze, da es von Natur aus ein großer Krieger war. Aus diesem Grunde wird hier das Wort Viraha gebraucht. Okay, und lass uns nochmal den Vers auf Deutsch hören. O Sohn Bhrigus, Shaunaka, als das Kind Parikshit, der große Krieger, im Leib seiner Mutter Uttara lag und unter der sengenden Hitze des von Ashwatthama geschleuderten Brahmastra litt, konnte es den höchsten Herrn auf sich zukommen sehen. Dankeschön. Und ja, lass uns noch mal kurz uns vor Augen halten, was hier passiert. Wir können uns erinnern, im 7. Kapitel des Srimad Bhagavatams, nämlich die Bestrafung des Sohnes von Drona, heißt es, da erfahren wir, wie Ashwatthama, der Sohn des Kriegsgurus der Pandavas, er hatte das Ziel, die letzten Nachfahren der Kuru-Dynastie auszulöschen. Er wollte, dass es keinen weiteren Thronfolger mehr gibt nach Yudhishthir Maharaj in dieser Linie. Und nachdem er die fünf Söhne der Pandavas kaltblütig im Schlaf getötet hatte, er ist in die Zelte eingedrungen, in das Lager der Pandavas und hat dann wie ein Meuchelmörder diese noch jugendlichen Kinder oder Teenager enthauptet. Also wenn das heute gemacht wird, steht das überall für 3 Wochen in den Zeitungen und auf den Internetseiten, wie grausam und kaltblütig solch eine Tat ist. Aber er war noch nicht fertig. Er wusste, dass da noch jemand ist oder dass da noch jemand am Kommen ist. Und zwar der Leib von Uttara, das war die Frau von Abhimanyu. Und Abhimanyu wiederum war der Sohn Arjunas. Und so können wir da diese Linie zu den Pandavas erkennen. Ashwatthama wusste, dass Uttara schwanger war. Das heißt, wenn er nichts unternehmen würde, käme eventuell der Thronfolger dann zur Welt. Und so beschloss er, eine Brahmastra, eine sogenannte gezielte Atomwaffe. Ich betone gezielt, weil das war eine Waffe, die man sogar, wenn man wollte, nur auf eine einzelne Person richten konnte. Er beschloss also, eine solche Waffe auf diesen noch sich im Mutterleib befindenden Nachfahren der Pandavas zu schleudern. Ja. Und ich habe mal drüber nachgedacht. Und mir ist schon bewusst, dass das Thema ein sensibles Thema ist. Gerade heutzutage wird darüber auch kaum mehr gesprochen. Und dann habe ich so gedacht,
wenn das Bhagavatam nicht darüber spricht, dann spricht bald keiner mehr darüber. Ich habe darüber nachgedacht und ich kam zu der Feststellung, eigentlich haben wir es hier tatsächlich mit einem Abtreibungsversuch zu tun. Denn bei einer Abtreibung tötet man ja nicht die Mutter. Das würde bedeuten, dass das Kind im Mutterleib automatisch mitgetötet wird, sondern bei einer Abtreibung möchte man der Mutter keinen Schaden zufügen, aber man möchte eben, dass die Schwangerschaft abgebrochen wird und dass eben das werdende Kind entfernt wird. Und mehr beabsichtigte Ashwatthama hier auch nicht. So, und deshalb sehe ich da eigentlich so keinen großen Unterschied. Die Methoden mögen so oder so aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute eine Brahmastra angewendet wurde. Aber der Ashwatthama dachte, das ist eigentlich eine gute Methode. So kann ich ganz gezielt diese eine Person auslöschen. Was wir hier in dem Vers erfahren, ist, dass Parikshit, der noch ganz kleine Parikshit im Mutterleib, er war sich schon seiner Lage bewusst. Und er war sich nicht nur darüber bewusst, oh, ich bin hier in einem Mutterleib eingezwängt, was an und für sich schon eine sehr unangenehme Situation ist für das Lebewesen. Das wird alles im dritten Kanto, ich halte es hier mal in die Kamera, wird das sehr detailliert beschrieben, was ein Kind, also ein Embryo im Mutterleib alles erfahren muss. Nicht nur, dass das unangenehm ist, er merkte dann auch, dass eine Waffe auf ihn zuflog und ihn drauf und dran war, ihn zu verbrennen. Er spürte, wie wir hier in dem Vers hören, eine sengende Hitze. Und wie wir auch hier in der Erläuterung von Srila Prabhupada hören, gibt es bereits Lebewesen, die so bewusst sind im Mutterleib, so Herr ihres Verstandes sind, dass sie sogar, wenn sie sich in dieser eingezwängten, misslichen Lage befinden, anfangen, zu Gott zu beten. So, und das tat Parikshit auch. Er betete zu Gott, zu Krishna. Und tatsächlich, es wird beschrieben, dass Krishna eine vierarmige Gestalt annahm, nämlich die Vishnu-Form. Und mit seiner Waffe, der Keule und dem Chakra, also zwei Waffen, machte er diese Brahmastra-Atomwaffe unschädlich. Ja, das ist die Situation, die wir hier haben. Und so wurde also dieser, ja, um das Wort zu benutzen, dieser Abtreibungsversuch vereitelt. Ja, das ist, was wir hier vorfinden. Lass uns noch einen Blick auf diesen Vers richten. Was Srila Prabhupada hier noch gesagt hat. Er gibt hier sehr interessante Informationen, die auch sehr revolutionär sind, nämlich, dass das Leben beginnt in dem Moment, wo der Samen des Vaters in die Eizelle oder auf die Eizelle der werdenden Mutter trifft und sich dieses zusammen verbindet. In dem Moment wird es beschrieben im dritten Kanto, geht eine Seele in diese Verbindung von männlicher Samen und weiblicher Eizelle, geht ein Lebewesen dort ein und streng gesehen haben wir es dann mit Leben zu tun. Oder nicht mit werdenden Leben, nein, mit Leben. Das Leben ist schon
geworden. Es hat bereits stattgefunden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein vollentwickelter Mensch dann dabei herauskommt. Und ich habe das nur so am Rande mitverfolgt. Ihr wisst es, manchmal schaltet man morgens den Computer ein und dann kommt manchmal so eine Startseite mit Neuigkeiten und plötzlich trifft die Pupille irgendeine Meldung. Und da gab es also einen schwarzen Rapper, soll wohl sehr berühmt sein, einer der berühmtesten Rapper der letzten 20 Jahre. Ich habe das nicht so mitverfolgt. Ein Schwarzer, er lief mit einem T-Shirt auf eine Modemesse. White Lives Matter. Weißes Leben ist wichtig auf Deutsch. Und es gab also einen Aufschrei in der Medien, in bestimmten Bereichen der Medienwelt, weil es ein ganzes Konzept durcheinander brachte. Man darf nur mit T-Shirts herumlaufen, Black Lives Matters, aber nicht umgekehrt. Und dieser Schwarze, dem wurde das wohl irgendwie zu viel, der sagte, warum eigentlich nur immer, warum sollen die Schwarzen immer jetzt nur in dieser Opferrolle drinne stecken? Und hat, ich weiß nicht, was seine Beweggründe genau sind, da kann man sich damit beschäftigen, wenn man möchte, aber dann kann es auch sehr politisch werden. Ich habe drüber nachgedacht und eigentlich das beste T-Shirt wäre All Lives Matters. Alles Leben ist wichtig. Mit allem Leben sollten wir respektvoll sein. Wenn dieses T-Shirt rauskäme und die Leute das tragen würden, ich glaube, dann hätten wir 95% aller Probleme in dieser Welt gelöst, weil damit auch das Tierleben zum Beispiel mit beinhaltet ist. Die Natur, alles, was in der Natur lebt, alle Bäume und Insekten, Bienen sterben, Wale, Pinguine, Robben, Seerobben, die getötet werden sollen wegen ihrem Fell, Fische, all das würde dann mit viel mehr Vorsicht behandelt werden. So, und auf dieses T-Shirt warte ich eigentlich. Und das ist eigentlich das T-Shirt des Srimad Bhagavatams. Also alles Leben ist wichtig. Wir sollten mit allem Leben behutsam sein. Und so natürlich dann auch mit werdendem Leben oder ein werdendes Kind im Mutterleib fällt dann automatisch auch in diese Kategorie. Ja, das sind von meiner Seite mal so ein paar Gedanken. Und ich habe gestern mal gefragt, was denn in unserer Telegram-Gruppe mein tägliches Bhagavatam, wir nennen sie die Plaudergruppe. Da habe ich einfach mal gefragt, was spricht denn aus der Sicht des Bhagavatams für und gegen eine Abtreibung? Und lass uns mal schauen, was hier so geschrieben wurde. Oder ich frage mal in unsere Runde, gibt es jemanden von euch, der auch da was reingeschrieben hat? Ja, Martina, du? Vielleicht magst du das einmal vorlesen? Ja, ich habe geschrieben, wenn man nach vedischen Prinzipien lebt, braucht man gar nicht abzutreiben. Das ist in den Schriften sehr schön geregelt. In der Realität sieht es natürlich etwas anders aus. Soweit ich wusste, das widerspricht sich so ein bisschen mit dem, was du sagst, geht die Seele erst circa im dritten Monat in den Körper ein. Und alles andere, was ich auch noch sagen wollte, hatte dann auch Chitshakti und Saraswati und Sharad Purnima geschrieben. Mhm. Das steht da, ja. Ich wollte mich da nicht wiederholen. Okay. Und noch jemand von uns Anwesenden? Hatte ich da noch irgendwie eine Hand eben gesehen? Ja, Saraswati.
Ja, es wird ja in der Erläuterung wird ja geschrieben, dass die Seele, das Lebewesen bereits im Samen des Vaters eingeht, in den Schoß von der Mutter. Und von daher so, ja, habe ich dann gedacht, das heißt, sobald eine Abtreibung vorgenommen wird, wird ein Lebewesen im Mutterleib getötet. Egal zu welcher Zeit. Alle Beteiligten, der Arzt, der zustimmende Vater und die Mutter belasten sich nach den Gesetzmäßigkeiten von Aktion und Reaktion. Hier wird das Prinzip der Barmherzigkeit außer Acht gelassen, welches auch in den Schlachthöfen beim Kauf und Essen von Fleisch, Fisch und Eiern nicht geachtet wird und entsprechende Konsequenzen nach sich trägt. Mir ist dann noch in den Sinn gekommen, es gibt ja satanische Gruppierungen, die gerade frisch geborene Kinder töten und ihr Blut trinken. Und ich habe mir auch überlegt, also wie weit ist eine Abtreibung von einer solchen rituellen satanischen Handlung noch entfernt? Hare Krishna. Hare Krishna. Ja, also ich habe hier mal die Definition von Mord mir mal angeschaut. Was zeichnet einen Mord aus? Es geht dem Täter einzig darum, einen Mann oder eine Frau sterben zu sehen. Das ist eine Definition, ich glaube, hier von Wikipedia. Außerdem handelt es sich um einen Mord, wenn die Tötung aus Angeberei geschieht oder eine nervliche Stimulation erzeugt, auch sportliches Vergnügen oder eine derartige Handlung aus Zeitvertreib lassen deutlich Mordlust erkennen. Und Moment, hier haben wir was ganz Juristisches. Ja. Und zwar hier von einer Anwalt.org-Seite. Der Mord gemäß Paragraph 211 Strafgesetzbuch. Wann wird aus einem Totschläger ein Mörder? Und lass uns mal gucken. Als Lust- oder Frauenmörder ging er in die Geschichte ein, nachdem er sechs Prostituierte in London des ausgehenden 19. Jahrhunderts auf bestialische Weise umbrachte. Jack the Ripper und so weiter, da wird das dann nochmal beschrieben. Lass mich gucken. Also ich würde sagen, dass viele Mädchen und Frauen, die treiben ihre Kinder sicherlich nicht aus Mordlust ab oder weil sie angeben wollen oder weil sie jemanden etwas Böses antun wollen. Ich würde da nicht so weit gehen, sondern ich denke, dass der Großteil ist einfach Unwissenheit. Also man ist sich eben nicht wirklich bewusst darüber, was Leben ist, dass eben auch ein Embryo oder ein Fötus schon Bewusstsein besitzt. All das bekommen die Kinder und Jugendlichen nicht mehr beigebracht. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir uns das im Srimad Bhagavatam mal genauer anschauen, weil das hier eben genau beschrieben wird, wann Leben, wann Bewusstsein genau anfängt. Und ja, ich denke, es ist eher. Ich persönlich finde es ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir dieses Wort mit vier Buchstaben zu doll herausschreien. Wir sollten lieber für Aufklärung sorgen, dass eben Leben schon bei der Zeugung beginnt und dass wir es dann mit einem werdenden Menschen zu tun haben. Ich hörte mal das Argument, naja, dass Werdende, also dieses kleine Gebilde, ist sich ja noch nicht bewusst über die Tötung. Merkt ja noch gar nichts, hat ja noch gar nicht ausreichend Bewusstsein. Und also da hörte ich mal jemand, der das dann damit rechtfertigen wollte. Das wäre ja dann nicht so schlimm. Und dann habe ich geantwortet, na ja,
wenn du jemanden im Schlaf einen Revolver an die Schläfe hältst und abdrückst, der kriegt das ja auch nicht mit. Ne, der schläft ja tief und fest. Der kriegt ja von seinem Tod auch nicht viel mit. Ne, also natürlich ein sehr radikales Gegenargument, aber ich finde es irgendwie schon, macht schon Sinn, so zu argumentieren. Wenn es einfach nur darum geht, ob man bewusst oder nicht bewusst ist im Moment des, zum Zeitpunkt des Todes, also in, zum Zeitpunkt der Tötung, weil wir wissen ja, diese schlafende Person, es ist nur eine Frage der Zeit. 2 Stunden oder 3 Stunden wird diese Person normalerweise aufwachen und gerne leben wollen. Und genauso ist es auch mit einem werdenden Kind im Mutterleib. Es ist nur eine Frage der Zeit. In diesem Fall sind es vielleicht ein paar Wochen. Und wie wir hier hören, war sich eben auch Parikshit bewusst über seine Lage im Mutterleib. Ja, das sind ein paar Gedanken. Ich sehe hier die Hand von Chit Shakti. Ja, ich hatte sehr viel geschrieben, das werde ich hier jetzt aber, das würde den Rahmen sprengen, denke ich mal, für diese Sendung. Aber ich habe hier zum Beispiel, Abtreibung ist auch immer purer Egoismus. Denn ich stelle das eigene Leben über das des anderen. Ich schrecke also auch nicht vom Töten zurück. Aber ich muss sagen, so manches junge Mädchen, das ist sich nicht bewusst. Es wird denen ja quasi wie die Pille und was weiß ich, als zur Kontrolle der Fortpflanzung und so weiter ja quasi auf den Tisch gelegt. Ja? Also das ist völlig, völlig normal. Jetzt auch heute esse ich mal ein Würstchen, lege mir Messer und Gabel bereit und genauso lege ich mir eben einfach mal die Abtreibung bereit. Das ist die Gesellschaft, die das mit den jungen Mädchen macht. Ja, sehe ich auch so. Ja, aber wie gesagt, aber es ist immer auch ein gewisser Egoismus, der das eigene Leben über das des anderen stellt und bereit ist, dafür zu töten. Ja, ich sehe hier noch eine Hand, Martina. Ja, ich denke, dass man muss wirklich den Einzelfall betrachten. Ich sehe das auch so, dass es heute sehr einfach gemacht wird mit der Abtreibung und dass deswegen die Verantwortlichkeit, deswegen habe ich auch geschrieben, aus vedischer Sicht müsste man gar nicht abtreiben. Weil wenn man sehr, da geht es ja darum, dass man heiratet und dann Sexualität ganz gezielt lebt. Ich meine, das ist schwer in der Realität jetzt hier auch umzusetzen, aber dieses Bewusstsein, verhüte ich nicht, ja, wann kann ich jetzt schwanger werden? Das wissen nämlich tatsächlich viele Mädchen heutzutage nicht wirklich, auch an welchen Zeiten sie in ihrem Zyklus schwanger werden können. Und manche Menschen überlegen sich natürlich schon, tut es meinem Kind gut in meiner jetzigen Situation, wenn ich das jetzt hier in der Welt setze. Ja, also ich denke, aber es ist wirklich eine schwierige Diskussion. Aber ich wollte auch nochmal sagen, weil Chit Shakti meinte, es ist sehr, sehr viel Egoismus. Sicher, da, das wird sicherlich oft ist das so. Aber manchmal ist eben auch dieser Gedanke, also meinem Kind kann ich nichts gut, ich habe selber jetzt gerade kein gutes Leben und meinem Kind würde es da nicht gut gehen. Also dieser Gedanke ist eben auch sehr oft. Verstehe. Ja, ich hatte hier auch eine Meldung noch entdeckt gestern. Ich glaube, auch die Pille danach ist dann problematisch. Oder was denkt ihr? Und dann musste ich sofort an unseren Artikel denken. Und wenn ihr erlaubt, der ist nicht lang, aber der hat Schmackes. Den lese ich euch einfach kurz mal vor. Einen Moment. Und zwar kam da diese Pille gerade heraus, die hat sogar einen Namen. Ich nenne den hier mal nicht, sonst werden wir noch verklagt. Aber es gibt eben so eine Pille. Lass mich gucken, wo ich den habe. Seite 14. Den haben Shivatma Prabhu und ich zusammen, haben wir uns viele Tage lang darüber Gedanken gemacht, weil wir wurden auch gefragt, was ist denn eure Sichtweise darüber? Und dann haben wir uns irgendwann an die Schreibmaschine gesetzt. Seit einigen Wochen macht sich in Deutschland eine heftige Diskussion über die Zulassung
der sogenannten Abtreibungspille, und die hat jetzt auch eine Bezeichnung, die lasse ich mal weg, breit. Stimmen aus allen Richtungen, Katholiken, Grüne, Sozialdemokraten, Feministinnen und Ärzte äußern sich zu diesem heißen Thema und präsentieren ihre Ansichten. Zufällig sahen wir eine TV-Talkshow, also eine Fernsehtalkshow, in die verschiedene Politiker und andere Vertreter eingeladen waren. Auch ein 22-jähriges Mädchen war dabei, das sich sachlich, aber entschieden gegen die Abtreibung aussprach. Einer anderen, etwas älteren Sprecherin gefiel das gar nicht. Sie stellte die konsequente Sichtweise des Mädchens als einen Ausnahmefall dar. Ja, antwortete das Mädchen spontan. Stimmt, ich bin wahrscheinlich ein Einzelfall, denn die vielen anderen Menschen, die jetzt in meinem Alter wären, können zu diesem Thema leider nichts sagen, da sie aus dem Mutterleib nicht lebend herauskommen konnten, hat sie gesagt in der Talkshow. Darauf fiel der Abtreibungsfürsprecherin nichts mehr ein. Also das haben wir mit eigenen Augen mitverfolgt. Nach dem Reinkarnationsgesetz, und jetzt bringen wir hier ein bisschen das Srimad Bhagavatam mit ins Spiel, tritt die spirituelle Seele aus einem verstorbenen Körper heraus und wartet in einem unmanifestierten Zustand auf ihre nächste Geburt. Und ich gehe mal davon aus, dass Srila Prabhupada das mit diesem Trance-Zustand gemeint hat. So, und da hätte ich vielleicht für euch eine Hausaufgabe, für mindestens eine Person von euch, vielleicht im dritten Kanto mal nachzuschauen, ob dieser Trance-Zustand während der Schwangerschaft stattfindet oder eben zwischen Tod und Zeugung. Das war mir noch nicht so ganz bekannt. Vielleicht gibt es auch zwei Versionen, manchmal ist es so, aber vielleicht mag sich einer von euch mal darum kümmern bis nächsten Mittwoch. Also wir haben Zeit. Lass uns schauen, wie es hier weitergeht. Nach dem Reinkarnationsgesetz tritt die spirituelle Seele aus einem verstorbenen Körper heraus und wartet in einem unmanifestierten Zustand auf ihre nächste Geburt. Also das haben wir schon oft gehört, dass eine Geburt nicht sofort nach dem Tod stattfindet, sondern dass die Seele erstmal in so eine Art Wartestellung geht, in so einem mystischen Zustand, der jenseits von Geburt und Tod sich befindet. Die vedischen Schriften informieren uns, dass ein Leben schon mit der Zeugung beginnt. Während des Geschlechtsverkehrs entscheidet vor allem das Bewusstsein der beiden Partner darüber, welche wartende Seele in die Eizelle Zuflucht suchen darf. Dann geht eine Seele mit dem entsprechenden Karma in den Mutterleib ein. Haben Babys denn überhaupt schon Gefühle? Mag jetzt jemand fragen. Wie wichtig die Beziehung zwischen Mutter und Kind gerade in den Anfangsjahren ist, dürfte wohl jedem bekannt sein. Jedes Lebewesen braucht Liebe, Zuneigung und Geborgenheit. Es wurde irgendwann einmal ein grausames Experiment gemacht. Man hatte kleine Babys gleich nach ihrer Geburt von aller Art der Liebe und Zuneigung ferngehalten. Sie wurden von den Müttern isoliert in einem Krankenhauszimmer untergebracht. Man gab ihnen zwar alles Lebensnotwendige wie Nahrung und so weiter, ne, was so frische Luft und Nahrung und ein Fläschchen, achtete jedoch darauf, ihnen keine emotionale Aufmerksamkeit und menschliche Wärme zukommen zu lassen. Alle diese Babys sind schon nach wenigen Tagen oder Wochen gestorben. Jedes Lebewesen, egal wie ausgereift das Bewusstsein auch sein mag, hat also ein Bedürfnis nach Liebe, Schutz und Zuneigung. Wie brutal muss demnach das Gefühl sein, von der eigenen Mutter, der einzigen Zuflucht in dieser Lebensphase, gewaltsam abgestoßen zu werden? Ja,
Das ist mal so eine Überlegung. Wie jetzt ein ungeborenes Baby durch die Abtreibungspille, jetzt kommt die Bezeichnung, genau in den Tod getrieben wird, wollen wir auf den Seiten unseres Magazins nicht beschreiben. Tatsache jedoch ist, dass es nicht nur für das Kind grauenhaft ist, sondern auf einer anderen Ebene genauso schrecklich für die werdende Mutter. Also das erlebt man eigentlich auch oft, dass ich persönlich kenne viele Frauen, die mal eine Abtreibung vorgenommen haben und noch 20, 30, 40 Jahre später man spricht von einem Posttraum, von einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass sie damit oft immer noch nicht nach Jahrzehnten richtig umgehen können. Es ist eine posttraumatische Belastungsstörung, wird aber von den Krankenkassen und von den Medizinern und von der Gesellschaft oder sagen wir mal gegenwärtigen Führung der Gesellschaft nicht als eine solche anerkannt. Also wenn du aus dem Krieg kommst und erleben musstest, wie ein Kamerad in deinen Armen verblutet ist und du dann so ein bisschen eine Störung hast, dann wird das von den Krankenkassen und von der Gesellschaft, vom Staat anerkannt, aber so etwas eben nicht, obwohl ähnliche Symptome geäußert werden. Also diese posttraumatischen Belastungsstörungen, die äußern sich. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ein Kamerad der musste miterleben, wie sein anderer Kamerad verblutet ist. Und während das passiert ist, läuft aus irgendeinem Hinterhaus eine bestimmte Musik. Nehmen wir mal ABBA, Dancing Queen. Ja? Dann, Jahrzehnte später, sitzt er irgendwo in seinem SUV, ja, gesponsert von der Bundeswehr als Rentengutwiedergutmachung. Und er macht das Radio an und es läuft Dancing Queen von ABBA. Also das sind Sachen, die sind echt passiert. Dann fängt er an zu zittern und kann sich gerade noch irgendwie auf den Bremsstreifen retten. So doll geht ihm das nahe. Das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Und genauso berichten teilweise Mütter, die abgetrieben haben von solchen Symptomen. Ja, das sind ein paar Gedanken zu diesem Thema. Und es ist kein angenehmes Thema, aber das Srimad Bhagavatam, meiner Meinung nach, behandelt dieses Thema besser oder eingehender wie keine andere Wissenschaft, ist meine Meinung. Ich sehe hier noch eine Hand. Ich glaube, das ist ganz, ganz toll wichtig, das auch zu sagen, dass zum Beispiel junge Mädchen, die das einfach mal probiert haben und, also mir ging es zum Beispiel so, ich wusste ganz genau, dass man davon schwanger werden kann, andere Leute, wie das alles funktioniert und so weiter. Aber das galt für mich nicht, ne? Ich hatte da keinen Bezug zu. Diesem ganzen Wissen. Bin dann ja trotzdem schwanger geworden. Ich sollte abtreiben. Ich habe mit Händen und Füßen habe ich mich gewehrt und langer Rede, kurzer Sinn. Mein Sohn ist jetzt 46. Und 4 Jahre jünger als ich. Ja, guck mal. Aber ich hätte trotzdem nicht deine Mutter sein können, weil ich dann viel zu jung gewesen wäre. Na, macht nichts. Aber was ich sagen wollte ist, ich hatte mich tatsächlich dann beim Jugendamt, ich hatte jetzt auch Zugang durch meine Ausbildung und so weiter zu diesen ganzen Sachen, glücklicherweise dann auch schon schlau gemacht. Und wenn das jetzt also so geblieben wäre, ich hätte mich in einem Heim eingetragen, für junge Mütter, die dort ihr Kind zur Welt bringen können, die dort wohnen bleiben können, bis sie erwachsen sind quasi und ihr Kind großziehen können. Das gibt es, muss nicht abkommen. Und es gibt diese Hilfen und ruhig zum Jugendamt gehen, die fressen einen gar nicht. Ne?
Ich meine, meine Eltern waren dann absolut toll hinterher. Und die haben mir super geholfen. Also alle Ehre zu meinen Eltern. Aber ich war bereit dazu, das Kind nicht abzutreiben unter keinen Umständen. Und ich wäre in so ein Heim gegangen und hätte dort mein Kind zugebracht, ja toll, zur Welt gebracht und hätte das dort gezogen. Die Möglichkeiten gibt es. Man muss nicht abtreiben. Es gibt wirklich Hilfen. Hare Krishna. Stimmt. Also, wo du das gerade sagst, Shivatma Prabhu und ich, wir geben eigentlich keine, wir geben manchmal Spenden für den Kuhschutz. In Vrindavan haben wir so drei Goshalas. Wenn wir mal irgendwie das Gefühl haben, so zur Govardhan Puja, hey, können wir noch irgendwo 50 Euro locker machen? Ne? Haben wir vielleicht ein bisschen zu viel? Dann habe ich da so drei Anlaufstellen, wo ich dann mal über Western Union da mal was rüber schiebe. Und die schicken mir dann auch so Videos, wie die Kühe dann gefüttert werden. Und so, das machen wir manchmal, aber sonst sagen wir uns, hey, wir haben selbst einen gemeinnützigen Verein und eine sehr wichtige Arbeit. Wir können das Geld für unseren eigenen guten Zweck gut anlegen. Es gibt jedoch eine Ausnahme, von der möchte ich euch noch erzählen. Und zwar zu Weihnachten kriegen wir Post von Alpha, nennt sich das. Alpha. Und das ist eine Gruppe irgendwo aus Süddeutschland, die genau sich für sowas einsetzt, was eben die Chichakti beschrieben hat. Und da schicken wir seit vielen Jahren immer zu Weihnachten jeder von uns einmal 20 Euro hin. Das ist, seitdem wir diesen Artikel geschrieben haben, ist das so eine Tradition von uns, wo wir dann sagen, hey, das ist eigentlich eine gute Sache. Und ja, wir belassen es aber auch dabei. Wir könnten jetzt auch noch für sterbende Wale und für schmelzende Polkappen und was nicht alles kann man spenden heute. Das ist so unser persönliches Steckenpferdchen. Und wir wurden sogar mal angerufen, das kann ich euch auch noch mal sagen. Wir haben nämlich diesen Bericht hier auf unserer Webseite auch. Also wenn euch das interessiert, ich habe ihn euch nicht vollständig vorgelesen, extra nicht, damit jeder auch von den YouTube-Zuschauern mal unsere Webseite besucht. Ich werde den Link hier einblenden. Wir wurden eines Tages, bekam ich einen Anruf, irgendwie so 8:30 Uhr. Und ich nahm ab, das ist ungefähr 10 Jahre her. Ja, hier ist Oberkommissar XR3 aus Landshut oder so, also irgendwo aus Bayern. Ich denke so, oh. Oberkommissar, ich glaube, es ist Kriminal, Mordkommission. Stellt euch vor, ihr kriegt um 8:30 Uhr so einen Anruf. Mordkommission, Kommissar so und so. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich weiß auch nicht, ob es Landshut war, aber irgendwo da in der Gegend. Und ich erstmal, ja, sind Sie Herr Rabe? Ja. So. Und um die Geschichte nicht zu lange zu breitzutreten, da gab es tatsächlich einen Mord. Ich kenne die Einzelheiten jetzt auch nicht mehr auswendig, aber sie haben den Mörder auch gefasst und sind die Webseiten durchgegangen, die der sich angeguckt hat. Der hat nämlich eine Frau. Er hat eine Frau ermordet, die nicht abgetrieben hat. So war es, glaube ich. Und er hatte sich im Internet erkundigt und war auf unserer Webseite auch von 100 verschiedenen Webseiten und hat sich unseren Artikel durchgelesen, scheinbar, oder ihn auf jeden Fall aufgerufen. Und der wollte dann wissen, ob wir den kennen. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung.
Den Namen habe ich noch nie gehört. Und in Landshut war ich auch noch nie, nicht mal in meiner Buchverteilerzeit war ich in Landshut. Alles klar, Herr Rabe, das ist nur eine reine Routineuntersuchung. Und dann hat mir dieser bayerische Kommissar gesagt, übrigens, ich finde Ihren Artikel sehr, sehr schön. Vielen Dank, hat er mir dann noch so persönlich gesagt. Ja, okay. Prima, dann würde ich sagen, wir haben den Glockenturm genau vor unseren Augen. Freue ich mich, dass ihr alle wieder mit dabei wart, auch bei diesem nicht ganz einfachen Thema. Und meiner Meinung nach sollte man für Aufklärung sorgen. Ein bisschen Taktgefühl, glaube ich, müssen wir dabei aufrechterhalten. Wir können die Leute nicht zu sehr vor dem Kopf stoßen. Und gleichzeitig müssen wir das, was hier im Srimad Bhagavatam ganz klipp und klar erklärt wird, auch dann ganz klipp und klar aussprechen. Und die Frage ist, wer war dieser Sponsor, der Srila Prabhupada nach Amerika gebracht hat mit seinem Namen? War es A. Sally Agarwal? War es B. Tracy Gupta? Oder war es C. Sandy Mukherjee? Und ihr braucht einfach nur unten in der Kommentarfunktion den Buchstaben reinschreiben und wir notieren uns alle richtigen Antworten. Und wenn ihr euch bei eurer Antwort nicht ganz sicher seid und das nochmal genau erfahren wollt, dann drückt hier oder da auf ein I und dann gelangt ihr direkt zu der Sendung, diese hier nämlich, wo das Ganze im Einzelnen auch dann erklärt und beschrieben wird. Und dann verlosen wir, wer diese Bücher gewonnen hat. Dann kriegt jeder eins, der hier eine richtige Antwort tippt. Wir sammeln alle richtigen Antworten und dann könnt ihr uns einfach, wenn ihr der Gewinner seid, wir geben das auf YouTube dann auch bekannt, könnt ihr mir einfach eine persönliche E-Mail schreiben mit eurer Adresse und dann schicke ich euch das Buch kostenlos mit zu euch nach Hause. Ich bedanke mich und wir können jetzt zum Abschluss noch einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Param Shriya, ganz wichtig noch, es ist nicht an uns, irgendjemanden zu verurteilen. Es kommt uns gar nicht zu. Hare Krishna. Hare Krishna. Genau, wir verurteilen nicht, wir sagen einfach nur, was hier in den vedischen Schriften beschrieben steht und versuchen die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und wie sich dann jeder selbst entscheidet, das muss dann jeder auch mit seinem Karma, ich glaube, die Saraswati hat es vorhin auch beschrieben, auch die Ärzte, auch die Väter, es ist auch gar nicht. Ich sage immer, wenn so eine Diskussion entsteht, warum gehen wir immer so auf die Mütter los? Genau, die Väter sind genauso karmisch beteiligt. Die Ärzte sind beteiligt. Irgendwelche Berater oder Beraterinnen sind beteiligt. Es ist karmisch gesehen unsinnig zu glauben, dass nur eine einzelne Person sich dafür verantworten müsste. Hier kommt auch wieder das Wissen des Bhagavatams rein. Ihr habt sicherlich über die 6 Mitverantwortlichen des Tieretötens mal gehört. Sogar das Regierungsoberhaupt ist am Töten eines Tieres im eigenen Land mitverantwortlich. Sogar der Fahrer, der den Viehtransporter fährt, ist mitverantwortlich. Und nicht nur der Esser. Also da gibt es eine Serie von oder eine Gruppe von 6 Beteiligten. Und warum soll das nicht auch bei einer Abtreibung genauso am Ende ausgewertet werden? Ima, und für alle, die auch live mit dabei sein wollen bei unserem täglichen Bhagavatam, ganz schnell nochmal, bevor der Glockenturm läutet, in der Videobeschreibung findet ihr
die einfache Zugangsmöglichkeit. Und ich chante einmal, ich singe einmal vor, sing gerne einmal hinterher. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Krishna. Alles Gute, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.